zuzuhören, füreinander da zu sein. Ja, das ruhige Leben, die Beschaulichkeit, die Ruhe. Die Luftreinheit. To take care about our hygiene. Ich habe gemerkt, dass die Lehrer uns in dieser Zeit sehr viele Hausaufgaben abgegeben haben. Und das sind nicht so viele. Dass die Privatisierung und Auslagerung der Krankenhausstrukturen und Medizinversorgung vielleicht nicht doch eine so ganz gute Idee war. Den Zusammenhalt wertzuschätzen. Dass erstaunlich viele Leute bereit sind, für das gemeinschaftliche Wohl oder für das Wohl anderer zurückzustehen. Und dass das vielleicht im Blick auf die Klimafrage im Gedächtnis bleibt und vielleicht auch den Verantwortlichen in der Politik den nötigen Mut gibt, da mal ernsthaft was zu verändern. Ich glaube, wir haben viel zu sehr alles oberflächlich gesehen und alles war eigentlich so ziemlich normal für uns. Und jetzt lernen wir das Ganze wirklich wertzuschätzen, wie sehr einem der andere oder die anderen Menschen fehlen können.